Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge der Linken und auch der Grünen zu Lasten des privaten Wohnungsbaus entlarven, dass sie unsere freie soziale Marktwirtschaft aus reiner Ideologie ablehnen. Und für die CDU-CSU-Fraktion steht fest, Privatwirtschaft geht vor Staatswirtschaft. Das sollten Sie sich einmal merken, weil das die besseren Lösungen für die Menschen, auch für die Mieter entfaltet, dienlicher für die Menschen und auch für die Mieter ist, meine Damen und Herren. Stattdessen hängen Sie immer wieder einer Art sozialistischen Voodoo-Ökonomie und Staatswirtschaft an. Das beste Beispiel dafür ist die von Ihnen gewünschte Grundstückspolitik gegen Bundeseigentum, meine Damen und Herren. Die ist an Doppelzüngigkeit nicht mehr zu überbieten. Einerseits beim Bund billig einkaufen, andererseits eigene Grundstücke teuer verkaufen und Bauherren mit einer höheren Grunderwerbssteuer gleichzeitig noch abkassieren. Das ist die Wahrheit von Ihnen, Frau Künast, und von Ihnen, meine Damen und Herren. Das ist die Politik zu Lasten der Mieter, meine Damen und Herren. Warum wird denn in Bayern mehr in Wohnungen investiert? Weil wir bei der Grunderwerbsteuer die Bauherren nur mit 3,5% besteuern, meine Damen und Herren, in anderen Ländern mit 6% und mehr. Und Sie wollen weitere Steuererhöhungen. Das trifft die Mieter, meine Damen und Herren. Weil Sie das Steuerkarussell immer weiter treiben, haben die Mieter die Zeche zu zahlen. Das ist die Wahrheit in unserem Land, meine Damen und Herren. Berlin hat genug eigene Flächen und Bundesförderung für den Wohnungsbau, um den dringend notwendigen Bau bezahlbarer Wohnungen voranzubringen. Nun, und das möchte ich besonders in meiner Rede sagen, nun zur Veräußerungspraxis der BIMA. Das Gesetz, meine Damen und Herren, ist hier eindeutig. Die BIMA ist dazu verpflichtet, die benötigte Bundesliegenschaft zum vollen Wert zu veräußern. Dies gilt für alle Bundesliegenschaften, auch für das sogenannte Dragoner-Areal in Berlin, für das es einen gültigen Kaufvertrag gibt, meine Damen und Herren. Es geht hier um 36 Millionen für den Bundeshaushalt, also bedeutende Haushaltsmittel. Das können Sie die doch nicht einfach dem Bund abnehmen. Die BIMA ist dazu verpflichtet, diese Mittel und diese Liegenschaften treuhänderisch zu verwalten und keine Untreue zu begehen. Ihre Vorschläge sind doch nichts anderes wie Untreue gegenüber dem deutschen Steuerzahler, meine Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Eine Rückabwicklung und ein Verkaufsmoratorium, wie Sie fordern, ist für mich ausgeschlossen, weil dies eine nicht hinnehmbare Bevorteilung der öffentlichen Hand zulasten der Privatwirtschaft wäre. Und Bundesminister Schäuble ist allein den gültigen Gesetzen verpflichtet. Wir können doch nicht Verträge revidieren, nur weil ein Land damit nicht einverstanden ist. Warum der Bund sein Eigentum unter Wert dem Land Berlin geben soll, obwohl in unmittelbarer Nähe landeseigene Grundstücke vorhanden sind, erschließt sich mir nicht. Wer es nicht fertigbringt, das Tempelhofer Feld für die notwendige Stadtentwicklung zu generieren, sollte zunächst doch vor der eigenen Tür kehren, meine Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Und nicht dem Bund in die Tasche, greifen, meine Damen und Herren. Eindeutig ist natürlich, dass wir in Deutschland einen Mangel an Mietwohnungsraum haben. Doch sollten wir uns einmal genau anschauen, wer dafür verantwortlich ist. In erster Linie haben die Länder und Kommunen dafür zu sorgen, dass es ausreichenden bezahlbaren Wohnraum gibt und natürlich auch die richtige Bebauungsplanung und letzten Endes auch die zur Verfügung stehenden Grundstücke. Sie halten dafür vom Bund erhebliche Mittel. Leider nutzen einige Länder den Geldsegen des Bundes für andere Belange. Das heißt, sie machen eine Art Verschiebebahnhof. Sie machen Schulden in anderen Feldern und wollen das Geld des Landes dazu benutzen. Meine Damen und Herren, Ihre Verschärfung der Mietpreisbremse bedeutet nach meiner Ansicht eher eine Strangulierung des Mietwohnungsbaus durch Überregionalisierungen. Sie kriminalisieren mit Ihren Vorschlägen die Vermieter durch die Einführung von Sanktionen,
mit dem Wirtschaftsstrafgesetz die Streichung der Ausnahmen bei der Mietpreisbremse gerade für Neubauwohnungen ist für Neuinvestitionen absolut kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Das sind Herr Kollege Michelbach, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig? Gerne, gerne, gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Michelbach. Ich habe jetzt Ihrer Rede aufmerksam zugehört und davor der Rede des Vertreters der Bundesregierung. Das ist jetzt nicht ganz deckungsgleich, was Sie hier sagen. Nun hat ja der Herr Staatssekretär auf die Frage meiner Kollegin Ley gesagt, dass er davon ausgeht, dass er mit guten Argumenten die CDU-CSU-Fraktion von seinen Argumenten überzeugen wird. Wie sehen Sie das denn? Wir haben Gesetze verabschiedet, zu denen wir gemeinsam stehen. Nur, Sie müssen doch mal die Ursache, die heute zu dieser Debatte führt, letzten Endes zum Anlass nehmen. Sie wollen Verschärfungen, Sie wollen dem Bund in die Tasche greifen, Sie wollen Steuererhöhungen, Sie wollen keine steuerlichen Anreize für den Mietwohnungsbau, Sie wollen letzten Endes eine Politik, die in die falsche Richtung geht. Wir haben geliefert, dazu stehen wir, und alles andere ist von Ihnen reiner Mietpopulismus, Mieterpopulismus, den Sie letzten Endes hier betreiben, meine Damen und Herren. Natürlich, wenn Sie Einzelbeispiele darstellen, die Wildwuchs ergeben, bekämpfen wir die, aber nicht mit den falschen Schlüsseln, meine Damen und Herren. Also ich glaube, es ist zu erkennen, dass Sie am liebsten der privaten Immobilienwirtschaft natürlich letzten Endes weitere Zumutungen, weitere Folterwerkzeuge androhen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, damit sind Sie den Mietern in keiner Stadt wirklich dienlich, außer dass Sie den politischen Selbstzweck hier verkündet haben. Alles andere, was Sie an Staatsdirigismus hier verkünden, ist der falsche Anlass, meine Damen und Herren. Ich bin der Auffassung, dass es Anreize geben muss für die steuerlichen Abschreibungen für mehr Mietwohnungsbau. Und hier muss geliefert werden, meine Damen und Herren. Wir haben im Finanzausschuss dies intensiv beraten, waren der Auffassung, dass das dringlich ist und dass das auch Wirkung zeigen wird. Deswegen bitte ich, noch einmal in sich zu gehen und diesen steuerlichen Anreiz für mehr Mietwohnungsbau auch Folge zu leisten und das umzusetzen, weil dies absolut die notwendigen Ergebnisse erzielt. Dagegen sollten wir es unterlassen, dass die Länder die Grunderwerbsteuer weiter als Steinbruch für Steuererhöhungen nutzen. Das ist die letzten Endes, ja, was ist in Berlin, hat man angekündigt, dass dies auf 6,5% erweitert werden soll. Ich kann nur sagen, das ist der falsche Dienst. Es ist ein Bärendienst für die Mieter, wenn sie diese Steuererhöhungen bekommen. Und wir müssten alles dafür tun, dass es letzten Endes auch Veränderungen bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in der Zukunft gibt, weil wir hier eine Umsetzung einer EU-Richtlinie haben, die das Eigentum, die Eigentumsschaffung, die ja auch Mietwohnungen frei macht, letzten Endes beschwert wird. Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie muss gesetzlich noch mal verändert werden. Andere Länder haben dies besser gelöst. Und es kann nicht sein, dass junge Familien, ältere Menschen keine Kredite von ihrer Sparkasse, von ihrer VR-Bank bekommen, nur weil wir eine Begründung in diesem Gesetz haben mit unbestimmten Rechtsbegriffen und weil wir hier letzten Endes nicht die Dinge so umgesetzt haben, wie das andere Länder in Europa getan haben. Unsere Leute haben nichts mit der Immobilienblase in Spanien zu tun, sondern bei uns war es immer
wichtig und richtig, dass wir eine Unterlegung des Immobilienwertes bei den Krediten haben. Das ist das Prinzip. Und warum soll denn der Wert einer Immobilie nicht mehr bei der Kreditierung eine Rolle spielen? Das muss in das Gesetz hinein und muss letzten Endes revidiert werden. Das ist ein wichtiger Punkt, damit wir bei der Wohnimmobilienkreditlinie auch die Schaffung von Wohneigentum begünstigen, damit auch Freiräume geschaffen werden für den Mietwohnungsbau. Herzlichen Dank. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu tun, aber dies unter marktwirtschaftlichen Grundsätzen, weil das den Menschen, den Mietern besser dienlich ist. Vielen Dank.